Hallo, wir sind Olaf und Dirk und wir sind voll im Netz. Heute wird eine richtig gute Episode. Wir fangen an, Max Staples. Wir haben ja letztes Mal auf hier seinen Film reagiert. Das war ja wirklich grandios, das einfach, war was wir gesehen haben. Ganz großes Kino. Schön war, er hat uns geantwortet direkt. Max Staples, fuckers. Also es ist schon obvious, dass ihm langweilig war zu der Zeit. Muss man trotzdem nicht machen, so ein Video. Wir haben ein Meme eingesendet bekommen, und zwar von Erik Röhrs. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Oha. Der Klassiker. Schön den Teamkollegen da reinreiten. Das gute alte GTA-Meme. Oh shit, here we go again. Die rote Karte. Das sind jetzt also die Vormann. Das ist geil, ey. Dass jetzt die Teamkameraden sich untereinander, das ist, gefällt mir ausgezeichnet. Mhm. Weitermachen, Leute, weitermachen. Wir haben einen neuen Nominee für Ugliest Gameface. Also erstmal natürlich, um uns das wieder in die Erinnerung zurückzurufen. Unser Champion, unser amtierender, Pierre Sechenko. Und das auch wirklich vollkommen verdient. Ja. Aber wir haben Contender, sag ich dir diesmal ehrlich. Mhm. Nominiert, dieses Mal, Anton Bremer. Oha. Ja. Das ist schon ganz solide, würde ich sagen. Wir können ja noch mal ein kleines bisschen dichter rangehen. Der ist nicht schlecht. Und falls er damit nicht gewinnen sollte, haben wir noch einen zweiten Kandidaten. Oh, beim ersten sieht es ja doch so aus, als würde er ihn anschreien. Beim zweiten Mal sehr leidend. Also so stelle ich mir das Loch Ness Monster vor. Ist so, ist so. Zeig mir noch mal Pierre Sechenko, bitte. Für mich reicht's nicht. Ich sag's dir, wie es ist. Für mich reicht's Ich will nicht. Die Meinung in den Kommentaren hören. Dann wurde uns ganz was Komisches zugeschickt. Ich hoffe, dafür kommen wir nicht in den Knast. Also wer beim offiziellen DVV Stopp. Ist das die Überschrift? Bist du sicher, dass wir es hier zeigen können? Ist bitte dafür verantwortlich, dieses Bild zu posten. Das ist der offizielle DVV-Volleyball-Account und wir sehen ganz, ganz viele junge Burschen. Guck mal, Sven. Ja. Tim Grosser ist am Start. Das ist Stefan Thiel. Ja, ja. Igor Bogatschew. Ich glaube, das ist Johannes Tille. Könnte sein, ja. Und den Rest erkenne ich fairerweise nicht, aber ganz verboten. Das gefällt uns aber auch mal gar nicht. Deswegen Like da lassen. Auch sehr schön, hat er selber gepostet. Lukas von Berkel. Ui. This is what I come home to. Mut zur Lücke, ey. Vor allem die Brille ist einfach hardcore. Das sind so, ne? Ganz viele Faktoren in dem Bild, die betroffen machen. Das gefällt uns definitiv. Ja, safe. Ich glaube, wir haben Nominierten für geilster Typ in der Bundesliga. Max Chamberlain hatten wir letztes Mal schon ein bisschen mit dabei. Bin ich gespannt. Heute Zusatzcontent. Mhm. Erstmal ein Bild aus seiner Jugend. Guck dir mal. Sweetie. Ganz süßer. Und mir ist da direkt aufgefallen, also erstaunliche Ähnlichkeit zum Celebrity. Also, jetzt sag mal ehrlich. Ja. Nee, du hast recht, Bruder. Ich sehe da wirklich absolut gar keinen Unterschied. Bisschen dunkleres Haar, aber ansonsten... Baby, Baby, ja, gut, ich sag mal so, einer verdient viel Geld, der andere nicht. Der andere spielt in KW. Genau. Wir haben sogar ein Bild gefunden, da war Max Chamberlain noch ein bisschen jünger. Und wann ist das bitte? Mama Chamberlain hat wirklich original den Topf rausgeholt. Wow. Und ich schwöre dir, Max, ich sah früher 1:1 genauso aus, ohne Brille. Aber wirklich, was die Frisur angeht, 100%. Glaube ich dir. Für mich 1:1 Assoziation folgendes. Ja, und wieder Pilze. Pilze! Mann, Digga! Nur Pilze in meinem Brot, Digga! Und jetzt können wir mal ein bisschen aktueller gucken, weil Max Chamberlain, aus ihm ist inzwischen ein ziemlich reifer Mann geworden. Das stimmt. Ist einfach ein geiler Typ hier. Guck dir das mal an, Alter, mit dem Cowboy-Hat in der Living Limo. The dream or what? Hier schön am Start, ey. Das war das Leben vor KW und jetzt aber... mitten in Brandenburg gelandet. Ganz ehrlich, das darf einen aber wirklich kaum wundern, wenn man mal seine Familie kennenlernt. Ha? Das ist sein Bruder, das ist sein Dad. Nice. Was ist das denn bitte für eine elitäre Squad? Also die hatten mit 1, 2 Getränken sicher schon mal ordentlich Spaß. Ja, ja, die hatten eine gute Zeit, ey. Vorhin hatten wir das Meme mit hier so Corporate needs to tell the difference und so weiter. Teil 2 mit Tim Stör. Es ist wirklich original. Alter. The same picture. Ja. Dann haben wir auch mal wieder natürlich in der Jugend gegraben. Also viele, viele Jugendsünden. Ach, haben wir bis jetzt nicht, oder was? Bisher noch nicht. Okay, dann bin ich gespannt. Und was ein, zwei Jungs, wo die Pubertät mal auf jeden Fall ordentlich reingekickt hat. Mhm. Wir präsentieren Rubenschott. Mal wieder. Oh, guck dir mal diesen Feini an. Das ist wirklich. Er ist wirklich ein süßer Fratz. Man muss sagen, da sind 1, 2 Hormone und ein bisschen Testosteron, ist da eventuell in den Folgejahren noch drauf gekommen. Ja, das denke ich auch. Ruben, ich habe dir mal einen Gefallen getan hier. Wenn du jetzt deine TikTok-Karriere starten willst, kannst du ja, könntest du vielleicht folgendermaßen machen. Hatten wir letztens, glaube ich, bei Erik Burgreff. How hard did puberty get used to fix only? Ah, guck mal. Da sind Maschallah, die Kanten da reingekommen. Da. Geil. Wir haben noch einen viel besseren Kandidaten und der sitzt hier in unseren eigenen Reihen. Ich befürchte Schlimmes, Dirk. How hard did puberty get used to fix only? Ich glaube, du wirst kaum jemanden finden im Bounce House Kosmos, der eine krassere Transformation liefern kann. Nee.
Also meldet euch gerne, ne? Ihr wisst Bescheid. Voll im Netz at spontan.lol oder auch gerne wieder unsere Instagram-Seite. Haben auf jeden Fall wieder ein gutes Selfie gepostet, ne? Damit ihr mal ein bisschen Liebe da. Ach du Scheiße, Alter. Boah. Das ist das Beste bisher, mit Abstand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt kommen wir zum Fund der Woche. Also wird auch direkt schon wieder schwer für Max Chamberlain. Hast du kein Video von dir? Morgen ist mal. Ah, okay. Na gut. Also geilster Typ der Liga. Max Chamberlain hat einen harten Konkurrenten und der kommt aus Lüneburg, zumindest aktuell. Wir haben den TikTok-Account von Dalton Solbrick zugeschickt bekommen. Und guckt euch das mal an. Das ist halt schon so vielversprechend. Alter! Bruder! Was sagst du zum Ohrigen Game? Ins Ohr gesteckt auf jeden Fall sehr gut. Mhm. Würde ihm auch richtig stehen. Ja, ja. Der Bart ist natürlich eine 1+ mit Sternchen. Und jetzt kommen wir erst überhaupt zum Content. Dalton ist irgendwie Fan von dieser Serie New Girl. Ich habe die noch nie gesehen, kenn aber keine Ahnung. Tell me you're a fan of New Girl without telling me you're a fan of New Girl. Friday night, gentlemen. It's on. Also habe ich nicht verstanden, aber schon alleine das Outfit ist natürlich ein 1+. Alter. Sehr gut. Ja, und es wird nur noch besser, das verspreche ich dir. Er hat so einen kleinen Tipp, wie man mit einer quietschenden Tür, kennt ja jeder, sehr relatable Tür quietscht, wie man damit umgehen kann. Boah, die nervt auch. Mhm. Oh, Dalton hat eine Idee. GG an der Stelle. Auch richtig geil hier, Leon Derby, sie hat gespuckt. Leon Derby sei in den Kommentaren. Fühlt's richtig. Ja, zu Recht, Mann. Komplett gut. Das ist Qualitätscontent. So wollen wir das. Dalton ist auf jeden Fall, hat bestimmt auch einen guten Dad. Ein Fan von Dad-Jokes. Wieder gut performt, ey. Das muss man ihm lassen. Ist so eine kranke Maschine, richtig Mann. Gut, Alter. Und jetzt, wir legen nochmal einen drauf. Und dann jetzt ganz am Ende kriegen wir eine Schauspielleistung. Das ist nah dran an Max Staples. Oha. What happens after Super Mario saves Peach from Bowser? Just a little bit of Princess Bonin. Das ist genau mein Humor. Geht wieder so ein bisschen in Dad-Joke-Richtung. Komplett. Naja, Bonin und so hat eventuell noch so eine andere Bedeutung, aber ja, gut. Mhm. Ja, und jetzt, wie gesagt, zum großen Highlight. Da werden wir, das dauert jetzt auch ein bisschen. Da gilt es jetzt wirklich, holt euch mal bitte mal einen Snack, ein gutes Getränk und jetzt einfach zurücklehnen und genießen. Es ist ein Meisterstück. I know, Mom. He told me he doesn't want kids. But I'm pregnant. I don't know how I'm gonna tell him. Oh, he's home. Hey, babe. What's up? Why the long face? Something going on? Look, babe, there's just no easy way for me to tell you this, but... You got a friend in me. You got a friend in me. Aber vor allen Dingen halt auch, Alter, einfach mal ultra talentiert. Mega stark. Also der ist ja wirklich musikalisch. Und auch wenn er es da ein bisschen natürlich witzig gemacht hat, der kann auch singen und so. Also das ist ja echt also geil. Da kann man sich gar nicht drüber lustig machen. Das ist einfach richtig guter TikTok-Content, Alter. Ey, ohne Spaß. Boah, also die TikTok-Empfehlung der Woche, der hat viel zu wenig Follower. Ich gehe auch direkt mal rein. Geh mal rein da. R.D. Dalt, also must watch. Ja. Must watch TV. Boah, das soll es schon wieder gewesen sein. Ey, das war eine ganz kranke Episode. Ich glaube, ich habe das Gefühl, jetzt das Bedürfnis, so ein bisschen duschen zu müssen oder so. So kalt duschen und dann irgendwie so zusammenkauern. Warum? Hat ein bisschen betroffen gemacht, aber war auch sehr, sehr schön. Ach, und dann geht man duschen und dann ist das weg, oder was? Mhm. Aha. Haben ein, zwei Frauen, die du kennengelernt hast, auch mit Sicherheit gemacht. Auch aus anderen Gründen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Mittwoch, jeden Mittwoch, 18 Uhr, wenn wir mal wieder voll im Netz sind. Versuch's gar nicht erst.